So, da sind wir jetzt auch hier bei mir im Nasslabor sozusagen, wo ich meine Fische kultiviere aktuell. Was wir jetzt gerade hier sehen, sind zwei Aquarien. Die sind, also sind zwei getrennte Systeme voneinander. Beide Aquarien haben circa ein Volumen von um die 500 Litern. Ich hatte mir damals dieses Aquarium selbst geschenkt zum Abitur. Nur leider war ich damals erstens noch sehr unerfahren und zweitens habe ich deswegen meiner Meinung nach versäumt, mir direkt Ausgänge in das Glas schneiden zu lassen. Das Glas ist relativ dick und ich habe auch mit den verschiedenen Glasern schon gesprochen und die meinten, wenn man das selbst probiert zu bohren oder auch wenn die bohren in einem bestehenden System und die Scheibe also nicht quasi noch flach irgendwo liegen kann, hat man so eine 50-50 Chance, dass die Scheibe reißt oder das Loch durchgeht. Und da ich diese Chance nicht eingehen möchte oder diese 50-50 Chance nicht riskieren möchte, habe ich mich dazu entschieden, diese Systeme so zu bauen, dass sie in einer gepumpten Version arbeiten. Heutzutage würde ich das nicht mehr machen. Heute würde ich eher von vornherein ein Loch oder einen Ausgang in die Scheibe bauen lassen, damit ich mein ganzes System über Schwerkraft laufen lassen kann. Weil ich mag es eigentlich nicht, Feststoffe zu pumpen, weil das zerkleinert die Feststoffe dann. Und wenn ich das vermeiden kann über ein Schwerkraftsystem, finde ich das eigentlich charmanter oder die bessere Lösung. Naja, wie dem auch sei. Was man gerade schon sehen kann hier, ich habe hier zwei verschiedene Fischarten gerade in der Kultur. Ich habe zum einen den afrikanischen Wels, ich habe zum anderen den Forellenbarsch oder auch Black Bass oder Large Mouth Bass auf Englisch genannt. Beide Systeme sind eigentlich baugleich aufgebaut. Dieses der schwarze Turm, den man hier sehen kann, das ist mein Biofilter. Die Biofilter habe ich mir nach meinen eigenen Vorstellungen bauen lassen, von zwei verschiedenen Firmen allerdings, weil ich einfach herausfinden wollte, okay, welche Firma könnte der bessere Lieferant sein für spätere Projekte und spätere Bauvorhaben. Und da hat sich auch ganz klein herausgestellt, wer preis-leistungstechnisch die bessere Arbeit leistet. Und ich möchte euch mal kurz erklären, wie es funktioniert, wie ich meine Systeme ungefähr aufgebaut habe. Und das schauen wir uns am besten jetzt mal an. Also, ich habe in jedem Aquarium eine Pumpe stehen und auch einen Belüfterstein, damit ich also auch unabhängig der Wasserzirkulation nach wie vor Luft in das Wasser einblasen kann. Das heißt, wenn mal eine Zirkulationspumpe ausfällt, trotzdem meine Fische noch atmen können und belüftet werden. Die Pumpe aus dem Aquarium bringt das Wasser dann hoch in meinen Teichfilter. Das ist ein Teichfilter, den man eigentlich überall kaufen kann. Ich zeige euch auch einen Link unter dem Video zu dem Teichfilter. Dort fließt das Wasser zuerst mal durch einen UV-Klärer, um die Keimzahl zu reduzieren im Wasser. Nachdem dann das Wasser die UV-Lampe durchquert hat, geht es dann in den eigentlichen Teichfilter. Der Teichfilter besteht aus Matten in einer unterschiedlichen Porosität. Also erst eine grobe Matte, dann eine etwas feinere Matte und dann ganz hinten eine ganz feine Matte. Und von da aus fließt das Wasser dann in meinen Biofilter. Der Biofilter ist quasi das große schwarze Ungetüm, was hier neben den Decken steht. Das Verhältnis kurz dazu ist quasi 1:1 zwischen Fischbecken und Aquarium. Also ich habe ca. 500 Liter Aquarium hier und 500 Liter Biofiltervolumen. In der Tat, ist der Biofilter zu groß? Ja. Also für das, was man normalerweise für ein Aquarium in der Größe bräuchte, wird es auch wahrscheinlich locker die Hälfte tun an Biofiltervolumen. Aber ich benutze halt nicht nur diesen Biofilter für mich, sondern auch für meine Kunden. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel gerade ein Projekt am Bauen bin, dann lasse ich mir vorher schon das Biofiltermaterial liefern, packe es dann hier mit in meinen Biofilter, weil ich eigentlich doch relativ viel Volumen habe, kann das Biofiltermaterial schon mal einlaufen lassen, einzeichnen lassen, damit sich die ganzen Bakterien darauf ansiedeln können. Und wenn dann die Anlage aufgebaut wird, ich dann einfach das fertige, schon bewachsene Filtermaterial verwenden kann und der Kunde sofort zack loslegen kann und Fische kultivieren. Ohne dass man quasi erst noch wieder 6 Wochen warten muss, bis die ganze Biologie in Schwung gekommen ist. Den Biofilter habe ich so aufgebaut, dass das Wasser erst an einer Seite im Behälter runterfließt. An der Seite habe ich auch eine starke Belüftung und eine Heizung drin, sodass quasi das Wasser im Gegenstromprinzip nach unten fließt. Also die Luft und die Wärme steigt nach oben und das Wasser steigt nach unten, also Gegenstromprinzip. Und sobald das Wasser dann unten angekommen ist, steigt es dann langsam auf durch die eigentliche Biofilterkammer und da ist dann mein Biofiltermaterial drin. Dann steigt das Wasser quasi durch die ganzen Biofilterkörper hindurch. Und dann wieder zurück zu den Fischen. Ja, und so ist mein System aufgebaut. Ich habe hier auch noch eine kleine, schwache LED-Lampe hängen, damit ich auch einen gewissen Tageslichtrhythmus realisieren kann. Und aktuell bekommen meine Fische circa 14 Stunden Licht am Tag, sodass ich auch noch einen normalen Rhythmus füttern kann und meine Arbeiten erledigen kann, ohne dass ich die Nachtruhe der Tiere störe. Und es klappt soweit ganz gut.
Gut, beide Systeme werden auch belüftet. Zu jedem System gehört auch eine Belüftungspumpe. In jedem Becken und in jedem Biofilter ist mindestens ein Belüftungsstein drin. Ich habe die Belüftung aber so ausgelegt und gebaut, dass ich quasi auch noch einen weiteren Belüfterstein anschließen könnte, um jeweils ein anderes Becken mitzubelüften, damit ich eine gewisse Redundanz in dem System habe. Also falls mal eine Luftpumpe ausfällt, kann ich trotzdem noch mit der anderen Luftpumpe mitbelüften, damit einfach immer gewährleistet ist, dass genug Sauerstoff und Belüftung im System vorhanden ist. Und so funktionieren meine Fischsysteme, oder so funktioniert aktuell mein Fischsystem. Von hier bringe ich das Wasser dann in meine Bewässerungszentrale für meine Pflanzen. Die zeige ich euch dann im nächsten Video. Und mich würde sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, liked und auch die Glocke läutet. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei dem nächsten Video, wo ich euch dann meine Bewässerungszentrale oder beziehungsweise meinen Pflanzenteil meines entkoppelten Aquaponik-Systems vorstellen werde. Und bis dahin, alles Gute und ciao!